So, hallo Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich dachte mir, ich nehme euch heute wieder ein wenig mit, so dass ich überhaupt was zusammenkriege. Tut mir leid, die letzten Tage habe ich überhaupt nicht gefilmt. Kam ich irgendwie überhaupt gar nicht dazu. Aber jetzt dachte ich, nehme ich euch ein bisschen mit. Ihr merkt, der Kleine ist bei uns immer ein bisschen unruhig. Deswegen ist es ein bisschen stressig, dann auch noch die Kamera anzumachen und zu filmen. Wir waren gerade kurz im Aldi einkaufen mit meinem Freund und dem Kleinen. Uiuiuiui. Der ist auch schon müde. Mamas Baby, Mamas Baby. Mamas Baby, Mamas Baby. Uiuiuiui. Auf jeden Fall wünsche ich euch immer ganz viel Spaß bei meinem Video. So steh ich auf, ich hab keinen Bock zu gehen. Sag mal guten Morgen, Malik. Sag mal guten Morgen. So, guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich werde nicht erschrecken, wie ich abstehe. Ich bin vor kurzem erst wach geworden, habe jetzt Louis zur Schule fertig gemacht. Und bin jetzt malig im Kinderzimmer, damit mein Freund noch schlafen kann. Aber ich muss ihn bald wecken. Ich habe einen Termin wegen einer Vierzimmerwohnung bei einem Vermieter. Muss ich gleich hinfahren. Draußen ist es richtig am Regnen, richtig ekelhaft. Aber ja, ich muss gleich mit dem Bus einmal runterfahren. Er passt auf den Kleinen auf. Oh Gott, ich stehe ab. Genau, ich mache mich gleich frisch. Ich habe gestern bin ich mit Wimpern eingeschlafen. Genau, und ja, so in 40 Minuten muss ich auch schon wieder los. Trinke gleich schnell einen Kaffee und ja, wie gesagt, mache mich fertig. Und dann fahre ich ganz schnell kurz dahin. Ich hoffe, das klappt, diese Vierzimmerwohnung. Bis jetzt sieht alles gut aus, aber man weiß ja nicht. Schläft hier gerade ein. Oder auch nicht. Der ist noch müde. So, ich frühstücke jetzt gleich schnell im Kinderzimmer. Habe hier einen Milchkaffee, ein Stück Schokolade mit Keks, Banane. Und ein Brot mit Mayonnaise, Gurke, diese Stinkekäse und normale Geflügelwurst. Gesundheit, Baby. Gesundheit. Stinki. Ja, ich gucke jetzt noch ganz kurz was auf YouTube und melde mich später. So, hallo Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich bin jetzt zu Hause wieder angekommen. Ich war ganz kurz bei meiner Schwester, musste ein paar Telefonate erledigen, weil ich kann nicht telefonieren. Ich muss mein Handy wieder aufladen. War auch schon morgens mit dem Kleinen kurz bei Markauf. Ja, und jetzt bin ich zu Hause und räume auf. Mein Staubsauger läuft, weil der Kleine so sofort eingeschlafen ist. Der war so quengelig und ja, ihr kennt das, ja, habe ich euch schon mal erzählt. Er ist halt bei uns viel am Quengeln, hat Bauchschmerzen. Ich habe auch schon wirklich alles versucht. Jetzt noch versuche ich diese Kümmelzöpfchen. Hat meine Hebamme gesagt, soll ich damit nochmal versuchen. Ansonsten habe ich ja Sapp. Vielleicht hole ich noch Lefax oder so. Der hat halt viel Luft. Jetzt aufs Klo kann er ganz normal gehen. Also macht er Kacke. Aber er hat halt viel Blähungen und krampft und sowas, der Arme. Wir versuchen alles mit Massage, Wärmekissen. Keine Ahnung. Wippen ihn. Ja, irgendwie hilft da gar nichts, der Arme. Aber jetzt liegt er in seiner Schaukel. Ich zeig euch mal. So niedlich. Ich versuche mich jetzt auch hier zu beeilen. Ich habe überlegt, ob ich kurz in die Stadt fahre. Ich bin wieder auf eine dumme Idee gekommen. Jetzt, wo es immer wärmer wird, habe ich irgendwie Lust, meine Haare wieder knalliger zu färben. Ich weiß, ich bin bekloppt. Aber ich habe voll Bock auf dieses Neon-Orange. Ich weiß nicht, ob ihr diese Flavia kennt. Sie macht auch YouTube-Videos und TikTok. Sie hat so knallig orangene Haare und damals habe ich ja auch versucht, das so nachzumachen, aber bei mir hat es nicht geklappt. Die waren zu hell orange und jetzt will ich mal gucken, ob ich das vielleicht hinkriege, dieses knallig orange. Aber irgendwo denke ich mir wieder, nein, lass es. Ich kann mich echt nicht entscheiden, weil ich halt Haarverlängerung drin habe und ich will die ungern kaputt machen. Ne? Ich glaube, das ist wieder so eine dumme Idee von mir. Ja, muss ich mal gucken. Ich räume jetzt erstmal auf und tut mir leid, dass ich wirklich so kurz immer diese Videos zusammenfilme vom Alltag. Ich kann einfach nicht zur Zeit so viel filmen. Aber wenn mein Freund jetzt arbeiten wird, dann habe ich irgendwie mehr Zeit zu filmen. Ne? Dann ist er vormittags weg, dann kann ich auch für euch YouTube-Videos drehen. Weil wenn er da ist, habe ich einfach keine Lust zu
also mit der Kamera zu quatschen, ist mir ein bisschen unangenehm. Ja, und wie gesagt, der Kleine ist halt ein bisschen anstrengend bei uns. Ein bisschen ist gut. Ja, dann würde ich einfach sagen, melde ich mich später nochmal oder morgen. Keine Ahnung, wann ich überhaupt schaffe, dieses Video zu bearbeiten. Das ist so chaotisch. Aber ich möchte einfach filmen, mir macht das Spaß und ich will das nicht einfach so aufgeben. Deswegen mache ich das erstmal so, aber es wird mit der Zeit besser. Die Sonne blendet, jetzt habe ich ihn noch draußen, ne? Louis muss gleich zur Schule, noch einmal kuscheln, ne? Ja. Ich fasse auch seine Handschutz. Sag tschüss, Louis, bis später. So, ich ziehe den Kleinen jetzt an. Ich gehe kurz zu meiner Schwester rüber. Ich muss telefonieren. Deswegen beeilen wir uns jetzt und gehen rüber. Wir haben es jetzt 7.46 Uhr. So, wir gehen jetzt einmal kurz rüber mit dem kleinen Schätzchen. Der ist so süß angezogen, guckt mal. So Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause angekommen. Ich war jetzt ganz kurz Markov einkaufen mit dem Kinderwagen. Hab nur so Kleinigkeiten geholt und 68 Euro bezahlt. Also Markov ist wirklich richtig teuer. Ja, ich kann euch ja ganz kurz zeigen, was ich geholt habe. Einfach nur so, worauf man Bock hat, und heute will ich einfach was in die Heißluftfritteuse reinschmeißen. Heute habe ich keinen Bock zu kochen. Wir haben gestern noch, also von gestern noch Hähnchen mit Paprika in so einer Sahnesoße und Nudeln verfielen. Deswegen müssen wir das auch noch aufessen. Genau, dann habe ich einmal hier so einen Kinderfencheltee geholt. Hatte ich voll Bock irgendwie auf diese Antipasti, auf diese Peperoni-Grün. Dann einmal hier, und ich drehe euch mal kurz um. Da habe ich hier diese passierte Tomate genommen, Mais. Und dann habe ich für die Toilette diese Teile hier geholt. Eine Gurke. Und dann bräuchte ich mal langsam wieder meine Wimperntusche, mein Lip Liner. Rasierer mitgenommen, Magnesium plus Kalium, Sahne, und dann wollte ich diese hier heute machen, wollte ich mal ausprobieren, so Crunchy Chicken Wings, gucken, habe ich noch nie probiert, wollte ich in die Heißluftfritteuse machen mit so Ofenkartoffeln mit Kräuter drinne. So, dann habe ich wieder Stifte gekauft. Ganz normale bunte Stifte, muss man langsam bei ihm nachfüllen. Und dann habe ich hier für Louis einen Joghurt mitgenommen. Und hier wollte ich auch noch diese Nachos reinmachen. Die heiße Luftfritteuse. Ja, und das sind die Kartoffeln. Ups. Diese Kartoffeln wollte ich machen. So, dann habe ich hier noch einen Joghurt für Louis. So, Cornflakes und Quark. Ich wollte vielleicht was backen. Unser Backofen geht nicht, das ist die Scheiße, deswegen. Ich wollte diese, wie heißen die denn? Das sind so russische Teigtaschen, die Pirschke. Wollte ich machen. Ist ja Quark geholt. Dann habe ich hier, damit ich mit Louis was backe, für die Heißluftfritteuse Muffins, Backmischung mitgenommen. Milchschnitte, dann Kekse. Ich habe halt so Heißhunger auf Süßes, Leute. Ich kann nichts machen. Cookies habe ich mitgenommen. Und diese Donuts. Einen habe ich schon drin. Dann Rinderhackfleisch. Dann einmal hier diese Laugen. Croissant für die Heißluftfritteuse. Dann einmal hier Hähnchenbrustfilet. Brust. Dann einmal so ein Duschgel. Zweimal Milch. Tomaten. Dann habe ich schon Pampers Nummer 2 genommen, weil irgendwie Pampers Nummer 1 wird ihm schon zu klein. Er ist ja auch schon auf 4 Kilo, er ist ja schon 4 Kilo. Dann muss ich schon Pampers 2 holen. Und dann nur noch so Kette. Genau, da würde ich einfach sagen, beende ich dieses chaotische Video. Ich hoffe trotzdem, dass ihr euch freut, dass ich überhaupt irgendwie versuche, Videos zu drehen. Ist für euch bestimmt auch nervig, dass ich immer sage, ich komme nicht zum Film, ich komme nicht zum Film.
Aber ich habe mir Mühe gegeben, dass ihr überhaupt ein Video zusammenbekommt. Dass ich überhaupt ein Video zusammenbekomme, so. Genau, da würde ich einfach sagen, lasst immer Feedback da, einen Daumen nach oben. Und es gibt Neuigkeiten, die erzähle ich euch im nächsten Video, weil dieses Video ist schon einfach zu chaotisch. Deswegen beende ich das an dieser Stelle und würde sagen, bis bald. Ciao. Leute, das wollte ich euch auch noch ganz kurz zeigen, was ich jetzt anstelle. Ich wollte jetzt Louis Kinderzimmer komplett alles rausmachen, Bett vielleicht anders umstellen, einmal drunter putzen. Hier ist Katastrophe, die Tage habe ich nichts geschafft, alles staubig. Das mache ich jetzt, solange der Kleine schläft. Mein Freund kommt auch gleich wieder. Genau, und dann mache ich erstmal komplett Louis Zimmer fertig. Dann zeige ich euch das im nächsten Video, wie weit ich gekommen bin. Ein paar Sachen müssen noch im Keller, wie dieser Koffer und so, dieser Spiegel. Ja, der Kleine schläft jetzt im Wohnzimmer noch. Genau, ich versuche das jetzt so schnell wie möglich alles hinzubekommen. Würde ich sagen, sehen wir uns bei meinem nächsten Video.